Ohayou gozaimasu, minasan. Guten Morgen nach Deutschland. Die Nacht war relativ kurz, aber ganz gut geschlafen. Maya, hast du auch gut geschlafen? Ja. Ja, ne, da hat irgendwie einer dann um 5 Uhr rumgeschrien draußen oder laut geredet. Sind wir mal wach geworden, ich erinnere mich nicht mehr. Auf jeden Fall, wir sind um 6 Uhr aufgestanden. Wir sind gerade dabei, uns fertig zu machen. Die Sonne ist schon da, beziehungsweise auf der anderen Seite geht sie gerade auf, ist schon hell. Und dann werden wir jetzt frühstücken gehen und machen uns dann auf den Weg zum Treffen für die Bustour. Denn wir werden heute mit dem Bus den Norden Kushiros erkunden. Und da wartet eine ganze Menge Natur auf uns. Hoffe ich zumindest. Ja, das ist das, was die Bustour versprochen hat. Schauen wir uns natürlich ganz genau an. Jo, ich bin noch müde, wie ihr wahrscheinlich seht. Aber mal gucken, wie das wird. Wir sitzen jetzt beim Frühstück. Hier mussten wir alles dem Staff sagen. Also das hier, die haben das für uns drauf gemacht, damit eben nicht alle Leute die gleiche Zange machen. Und ich habe gute Hokkaido Gyunyu, also Hokkaido Milch mal genommen. Mal schauen, ich probiere mal direkt. Gute Milch. Hab hier so eine kleine Miso-Suppe und so ein bisschen Joghurt und ein, zwei Früchte und einen kleinen Salat und so. Das werden wir uns erstmal schmecken lassen. Die Aussicht von hier ist auch super. Es soll gleich leider ein bisschen regnen. Wollen wir mal schauen, wie es wird. Und ja, itadakimasu. Guten Appetit. Ich esse jetzt erstmal ordentlich. Wir sind jetzt im Bus. Die Reise hat begonnen. Wir sind aber noch nicht in der Natur oder so, sondern müssen jetzt erstmal noch durch das städtische Gebiet so ein bisschen fahren, bis wir dann in der Natur sind. So viele Leute nicht dabei. Ein paar, vor allem auch ältere Japaner wieder dabei. Also sehr viel Platz im Bus, das ist auch schon mal eine gute Sache. Ja, da sind wir gespannt. Hinter uns ist jetzt ein Riesensee. Wir sind hier an der ersten Station angekommen und weitaus mehr in den Norden gefahren, als wir eigentlich gedacht haben. Wunderschön. Vor allem Natur. Also wir sind auch durch so ein paar kleine Dörfer irgendwie gefahren, mit teilweise nur ein paar tausend Einwohnern. Aber ehrlich gesagt, hier ist nicht wirklich viel. Unfassbar viele Kühe, ne, mit irgendwelchen Fabriken, nicht Fabriken, also wie nennt man das, irgendwelchen Ställen und so, wo dann Käse gemacht wird, haben sie gesagt, und Milch und was weiß ich nicht alles. Aber hier irgendwo oben auf dem Berg, jetzt seht euch die Umrandung an, unfassbar viel Natur und die Blätterfärbung, also das meiste ist schon durch, leider ist Laub schon abgefallen, ein paar Momiji sind noch da, Mayu ist mega kalt, ich finde es geht noch, ist mega angenehm einfach, aber diese Berge hier, wow, mega schön, Mayu friert ein schon, ja, es ist wirklich schon kalt, aber ich finde es noch richtig angenehm, heftig, guter See, wo sind wir hier, wir sind am Lake Mashu, sehr schön, wirklich. Von der Umgebung her. Also Natur gefällt mir. Ich bin eh, also Natur mag ich sehr, sehr gerne. Gerade die ganzen Berge hier und so. Deswegen mit dem Bus jetzt da so durchzufahren ist einfach, ich gucke die ganze Zeit raus. Ist unglaublich schön, das alles zu sehen. Also Hokkaido auf jeden Fall was für Leute, die ein bisschen Natur sehen wollen. Die jetzt nicht so unbedingt die Stadtmenschen sind. Falls ihr Party machen wollt und so, dann ist vielleicht, ne, so die größeren Städte Tokio oder so besser. Aber hier, wenn ihr so die Naturburschen seid, die Naturmenschen in den Wald wollt, was sehen wollt von Bergen und so, dann ist, glaube ich, das hier genau der richtige Ort für euch, also Hokkaido generell, ne? Egal wo man da hinfährt, hat man halt überall richtig fette Natur. Wenn man hier ist, dann merkt man auch irgendwie so, Japaner sagen immer, ne, ist wenig Platz und so. Klar, in Tokio ist auch wenig Platz, aber hier ist halt, ne, wie viel Platz willst du denn haben? Hier ist genug. Das Gebiet hier ist im Übrigen auch für Kraniche bekannt, also Tsuru, ne, gibt es ganz viele. Wir haben eben auch welche so wild, also wilde Kraniche gesehen. Yasei heißt das auf Japanisch, wilde Kraniche gesehen. Tancho.
Tancho, genau, so heißt die Art des Kranichs. Tancho. Hier ist rot. Genau, oben so ein bisschen rot. Das ist eigentlich auch der Kranich, für den Japan so bekannt ist, ne? Glaube ich. Also das ist der, der Japan repräsentiert vielleicht auch so ein bisschen. Leider konnte ich die nicht wirklich aufnehmen, weil wir haben die nur aus dem Bus gesehen und wir haben die auch nur ganz klein gesehen. Das hat die GoPro nicht wirklich hinbekommen. Aber ja, so wilde Kraniche hier auch, wunderschön. Bisschen und Tiere. Ich glaube auch Shika. Genau, Reh, ein Reh. Ja, Rehe haben wir ja in Nara auch. Machen wir hier noch ein paar Bilder. Schaut euch den Hintergrund an, ich komme nicht drüber weg, Mann. Das ist so schön. So ein schöner Ort einfach. Hier ist das Softeis. Ich habe ein dickes Milch-Softeis, kann nicht mehr reden. Mayu hat auch eins, aber Mayu hat die Shiroi Koibito-Version. Und Shiroi Koibito ist ein Snack, der hier aus Hokkaido kommt, der sehr berühmt ist in Hokkaido. Ist normalerweise mit Keks und in der Mitte ist so ein bisschen Milch-Dingens dann dazwischen. So, ich probiere auch direkt mal hier die Soft, also ich liebe Softeis sowieso, aber Softeis mit frischer Milch aus Hokkaido ist halt auch nochmal geiler, ne? Oh, richtig gut, Mario. Softeis muss gegessen werden. Es ist zwar richtig kalt, aber Softeis geht immer. Sehr lecker. Kann ich dein. Welches ist besser? Laber nicht. Ach, ich hab falsche genommen oder was? Kann nicht sein. Wir sind am nächsten Ziel angekommen. Im Hintergrund seht ihr auch schon den Berg, wo wir jetzt sind. Und ja, da sehen wir auch eine Menge Rauch. Das ist irgendwie so ein Schwefelberg. Man riecht es auch. Es riecht sehr nach Schwefel. Und da gehen wir jetzt mal hin. Das riecht sehr stark nach Schwefel. Aber wir haben unfassbar Glück mit dem Wetter. Sieht unglaublich geil aus. Und ja, das habe ich auch noch nicht gesehen, sowas. Einfach mal jetzt so ein bisschen hier mit Rauch und so Special Effect. Boah, richtig schön, Mann. Der Boden ist auch nice. Ich weiß nicht, ist das ein Vulkan? Kann es sein, ob da irgendwo... Also ich kann sein, ne? Aber es ist wohl sehr, sehr heiß, man soll es nicht anfassen, hat die Frau eben im Bus gesagt. Unfassbar heftige Szene, also wenn ihr euch das hier mal anguckt, wo wir sind, unfassbar toll, also wow, einfach wow, ich bin sehr begeistert. Gerade eben waren wir am See, ne? Und da die Tiefe war 12 Meter und der See friert nicht ganz ein im Winter, weil es so tief ist. Und ich habe vom Bus einen Reh gesehen und das war richtig wie so ein mega groß. Ehrlich gesagt fühle ich mich wie irgend so einer Spielewelt, ja, hier zwischen dem Dampf und alles ist irgendwie so surreal. Wow, heftig. Da oben ist so ein ganz, ganz großer gelber Stein, der einfach die ganze Zeit den Rauch von sich ablässt. Heftig. Oh mein Gott, sowas habe ich auch noch nicht gesehen, wirklich nicht. Schreibt mir in die Kommentare, wart ihr schon mal hier, habt ihr sowas schon mal gesehen? Unfassbar beeindruckend, für mich zumindest, weil ich sowas noch nie gesehen habe. Hier seht ihr Schwefel und früher hatten die hier so eine Fabrik, wo Schwefel hergestellt wurde. Und das haben sie irgendwohin geliefert. Und dieser Zug ist auch hier im Haus drin. Und jetzt wird Schwefel nicht mehr so hergestellt. Man hört es hier aber auch ordentlich blubbern, ne? Und Wasser kommt auch raus. Also es ist wirklich sehr heiß, deswegen wurde uns auch gesagt, wir dürfen die Steine hier nicht anfassen, weil ansonsten wirklich dann auch Verbrennungsgefahr besteht. Geht? So warm, aber wenn... Das spritzt, ne? Ja.
Den Berg sagt man auf eine Sprache einen nackten Berg. Wir gehen jetzt noch was zu trinken kaufen und dann geht's auch direkt schon zum nächsten Ort. Mal gucken, was uns beim nächsten Ort erwartet. Wir sind jetzt am nächsten Ort, im Hintergrund mal wieder ein riesiger See. Das ist einer der zwei Seen, die hier sind, mitten auf Hokkaido, also mittendrin. Es ist kein Meerwasser oder so, sondern es ist wirklich ein fetter See. Und das Besondere an diesem Strand ist hier, wir haben hier Sand und da haben wir den fetten See. Das Wasser dort ist nicht so wirklich warm, aber man kann sich hier seinen eigenen Onsen machen, indem man einfach den Sand im Sand ein bisschen buddelt. Und das sehen wir zum Beispiel hier. Ja, hier sind jetzt ein paar Blätter drin. Ich hoffe, das kann man sehen. Aber wenn man hier das Wasser anfasst, es ist sehr, sehr warm. Und das Wasser ist halt irgendwie anscheinend ein bisschen wärmer. Da im Wasser ist nicht ganz so warm. Weil hier unten eben eine heiße Quelle ist anscheinend. Gibt hier in der Umgebung auch das ein oder andere Onsen. Ja, interessant. Ne? Und die werben halt vorne auf dem Schild auch damit. Mach dein eigenes Onsen, indem du eben hier ein bisschen im Sand gräbst. Das ist so der Slogan. Sehr, sehr schön. Auch hier wieder mitten auf Hokkaido. Wir sehen da hinten die Berge, ne, die Wolken, die geben so ein bisschen Schatten auf den Berg. Also wirklich unfassbar. Tretboot fahren kann man anscheinend auch. So eine Art Tretboot sehen wir da auch. Unfassbar schön einfach. Für Naturliebhaber ist das auf jeden Fall ein richtig schöner Ort hier. Wirklich, kann man nicht anders sagen. So unfassbar viel Natur ist halt mal was ganz anderes als in der Stadt, in der wir sonst hängen. Auch wenn wir in einem Vorort hängen und wir auch schnell in der Natur sind. Aber so viel Natur ist natürlich noch mal was anderes. Wie gefällt dir die Busreise bisher? Ja, sehr gut, aber ich möchte einen Führerschein haben, damit wir so ganz gemütlich sowas machen können. Wir sind wieder im Bus drin und haben das hier noch mitgekauft. Das sind Onsen-Tamago, also Eier, die im Onsen gekocht worden sind. Oh, kommt schon raus. Onsen-Tamago, eines der besten Sachen, die man an einem Onsen oder so machen kann. Hier seht ihr, die sind noch sehr frisch, kommen gerade aus dem Wasser. Und wie dötsch ich das denn jetzt kaputt? Einfach gegen meine Glatze, oder was? Meine Glatze ist nicht hart genug. Ich mache Ei gegen Ei. Ei gegen Ei. Oh. Es hat funktioniert, liebe Freunde. So, dann wollen wir mal. Ja, das ist alles hier hoch improvisiert. Wir haben leider auch nicht so viel Zeit gehabt, weil wir halt einen relativ strengen Zeitplan haben. Und ihr seht schon, die Haut hier, die geht gar nicht ab. Das heißt, das Ei ist wirklich ganz, ganz, ganz frisch. Da ist die Frau wieder. Ein bisschen Salz. Auf geht es. Sehr lecker. Die Frau labert schon wieder, wo wir als nächstes hingehen. Onsen Tamago. Merkt euch das. Wenn ihr irgendwo im Onsen seid, Onsen Tamago essen. Jetzt auf einem Schiff und haben so einen Kurs gebucht für 15 Minuten, 1800 Yen pro Person. Und ja, der Kurs geht, also fährt hier jetzt um den See. Wir sind hier am Akanko, so heißt der See. Und ja, das ist ein Kurs, bei dem man besonders die Landschaft sehen soll und es soll sehr schön aussehen. Wir sind mal gespannt, ich habe keine Ahnung, das ging total schnell. Wir haben da gesagt, jo, wir hätten gerne den Kurs und dann meinten die, oh ja, dann hier ist das Boot und auf geht's. Heftig, Mann, richtig gute Aussicht. Vor allem das Boot ist mega schnell. Er meinte so, sei der bereit und dann du bist ja direkt rein.
Er hat jetzt Fenster für uns aufgemacht und hier ist wohl die tiefste Stelle mit 44 Metern, ist hier tief. Oh mein Gott, einfach wunderschön. Mitten auf dem Meer, aber der fährt wie sonst was. Ist schon hart, wenn er die Kurve nimmt. Heftig, Mann, wie schön das einfach ist. Flachsten ist 7 Meter, schon eine Menge, ne? Das war richtig heftig, oder Mayu? Mhm. Boah, hat so viel Spaß gemacht, er ist so schnell mit dem Boot gefahren, die Aussicht war so gut. Hast du, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, das war zu laut. Ja, das war so laut, ich hab den nicht verstanden. Diese Berge hat, also hier Umgebung, hat alles. Ja. Eine Person hat alles. Ein Berg? Das ist Garten von einer Person. Ach so, ja, was? Die Berge gehören einer Person? Ja. Was? Okay, wer hat das denn gekauft? Ich weiß nicht, wer. Okay. Aber das ist heftig. Schon seit 120 Jahren. Heftig. Irgend so ein reicher Japaner, alles eingekauft hier. Ich weiß nicht, ob das Japaner oder ist. Wer auch keine immer. Ahnung. Oh mein Gott. Ja. Aber seit 120 Jahren hat die Person oder die Familie. Ja. Deswegen, hier ist alles Garten. Aha. Deswegen kann man keine Bäume bekommen. Ah, okay. Ja, abschneiden, aber abholzen, ja. Ja. Ach so. Und er hat gesagt, einer von den Bergen ist noch, das ist ein aktiver Vulkan, ja, ne? Ja. Der spuckt auch ein bisschen, da sieht man so ein bisschen den Rauch rauskommen. Wow, einfach mega in der Natur hier, ne? Und heftig. Das hat so Spaß gemacht. Das war so hart, als er in die Kurve gegangen ist, ne? Also die Bäume von dem, von Garten von jemandem kann man nicht einfach abholzen. Ja. Kann man nicht wegmachen, auch wenn die Stadt das will oder so. Ne? Mhm. Geht nicht einfach. Heftig. Deswegen bleiben so schön, hat er gesagt. Okay. Und gibt keine Parkplätze, wo kostenlos ist. Ja, das hat die Frau im Bus auch gesagt irgendwie, ne? Man kann da nicht ewig an einem Parkplatz stehen, weil alles was kostet. Ja, der Typ oder die Familie nimmt sich das mit, ne? Mhm. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier so ein bisschen rum. Die Bootstour war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hat sich gelohnt, die 1800 Yen pro Person. Hat sich wirklich sehr gelohnt. Und jetzt schauen wir mal, was es hier noch so Schönes gibt in dem kleinen Städtchen. Go to Travel Coupon gehabt. Genau, wir haben so einen Coupon bekommen. Und den konnten wir übers Handy benutzen jetzt. Das ist, ne, von der Regierung hier so eine Maßnahme, damit die Leute mehr reisen. Richtig perfekt einfach. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Es war so gut. Weil wir bestellt haben. Hier in Hokkaido gibt es mega viele Farmer und es ist halt bekannt für Käse, Milch, Joghurt, so Milchprodukte. Schmeckt auch ganz gut, der Käse, muss man sagen. Ne? Schmeckt ganz gut, finde ich. Und was haben wir noch bestellt, Mayu? Im Café haben wir eine Nudelsuppe Ramen bestellt. Mayu, warum hast du Ramen bestellt? Ja, ich habe noch nie im Café den Ramen gefunden und da stand einfach Ramen. Und warum nicht? Kann man mal machen. Ja, du hast eben 5 Eier weggehauen. Im Hintergrund läuft im Übrigen Parlament. Man muss dazu sagen, wir wollten eigentlich in ein anderes Café gehen, aber hier in der Gegend hat es so gut wie nichts auf. Also, hier ist einfach nichts auf. Das ist so oft in Onsen-Orten, so, gerade so klein. Hier ist halt auch Onsen-Ort.
Du hast so viele Geschäfte und die Hälfte ist zu, die andere Hälfte ist pleite gegangen und dann hast du so ein paar, die aufhaben und aus denen kannst du wählen. Und da haben wir jetzt das gewählt und ich finde von der Atmosphäre her ist das einfach geil. Ich stehe mega auf sowas, das ist halt so traditionell irgendwie, Hokkaido-mäßig sieht das aus. Mayo haut hier die Nudelsuppe weg, das geht nicht, ich will auch. Wir sind wieder zurück im Bus, haben jetzt hier noch aus so einem Laden Imodango geholt. Die möchte ich jetzt nochmal probieren. Imodango ist hier eine Spezialität in der Region. Mega lecker. Das schmeckt mega nach Kartoffeln. Mega lecker. Es ist so Motti Motti. Das ist sehr weich und lecker. Der Mann aus dem Restaurant hat uns im Übrigen auch erzählt, der ein oder andere von euch weiß vielleicht, die Ureinwohner Hokkaidos, das waren die Ainu. Und die Ainu haben solche Kartoffelgerichte gar nicht gemacht, weil das waren keine Bauern oder keine Landwirte, sondern das waren Volk. Da ist die Frau wieder, was eben gefischt hat und gejagt hat und nur Fleisch, Fisch und so gegessen hat. Also keine irgendwie landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Sehr lecker. Und ja, wie ihr jetzt seht, wir sind im Bus. Es geht jetzt wieder zurück. Es regnet. Es hat angefangen zu regnen. Wir haben echt so Glück gehabt, dass es jetzt erst regnet und nicht, als wir die ganzen Sachen besichtigt haben. Also nochmal ein bisschen Glück gehabt. Und dann werden wir jetzt wieder in Richtung Kushiro, also die Stadt richtig da reinfahren, wo wir eben auch dann im Hotel sind. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich noch irgendwo Abendessen gehen, ein bisschen was. Und dann war es das auch schon mit dem Tag. War ja richtig lang, sind morgens früh raus, aber war wunderschön. Also die Busreise hat sich so unfassbar gelohnt. Hat so viel Spaß gemacht, war so schöne Aussicht. Viele interessante Orte gesehen, auch während der Busfahrten. Draußen das alles mal so zu sehen, wie es so auf Hokkaido aussieht generell. Unfassbar schön. Kann ich also nur empfehlen, solche Busreisen. Tagesgeschichten oder auch andere Rundreisen, da bekommt man immer eine ganze Menge vom Land mit und kann sich schöne Orte anschauen. Das ist wirklich immer eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal nach Hause. Wir sind jetzt im Restaurant, lassen den Abend noch ausklingen, essen ein bisschen was. Was mir hier in Hokkaido aufgefallen ist, ist Folgendes. Du kannst im Restaurant einfach so einen Trinkjoghurt bestellen. Habe ich gemacht und probiere ich mal. Boah, mega lecker. Und das hier ist ein Pharma-Geschäft. Also ein Restaurant, was irgendwie so Pharma machen. Wir haben viele verschiedene Käsearten, die es hier gibt. Es gibt gutes Fleisch direkt von der Weide und alles. Ja, haben wir gedacht, das machen wir einfach mal. Und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Hier gibt es schon so Käse. Ja, so natureller Käse, meinte ich. Probier mal. Käsechips. Also Käse halt. Also nicht nur Fisch ist auf Hokkaido bekannt, sondern auch Käse und Fleisch, weil halt viele Weideflächen und so vorhanden sind. Das solltet ihr euch merken. Und du kannst dir überall so eine geile Milch oder so einen Joghurt bestellen. Ist einfach so gut. Die Lichtverhältnisse sind leider nicht die besten, aber ich bin so gespannt auf das Essen jetzt, weil es sieht alles so gut aus hier in diesem Pharma-Restaurant. Der Tag, um den nochmal zusammenzufassen, war einfach geil. Kann ich nicht mehr zu sagen. Die Natur wundervoll, das Erlebnis an sich wundervoll. Hat mega viel Spaß gemacht, auch diese kleine Bootstour, die wir da gemacht haben. Ich bin begeistert. Einfach Hokkaido-Natur pur war das. Kaum Leute da durch kleine Dörfer gefahren, auch niemand da. So ungefähr, also mein Fazit auch hier ist niemand, ja. Gibt irgendwie kaum Leute. Aber das hat auch irgendwie so seinen Charme. Auch wenn man das Gefühl hat an der einen oder anderen Stelle, dass hier so langsam die Geschäfte und alles ein bisschen ausstirbt, weil eben jetzt auch gerade gar kein Tourismus mehr so wirklich vorhanden ist. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ist ja in vielen Regionen Japans so, dass man das Gefühl hat, es stirbt alles so ein bisschen aus. Aber da wollen wir uns ein andermal nochmal drum kümmern in dem Video. Jetzt erstmal ordentlich lecker den Abend ausklingen lassen mit einem schönen Essen.
Wir sind jetzt wieder im Hotel und damit nimmt dieser Tag auch ein Ende. Wir waren gerade noch essen. Wie ihr ja gesehen habt, war sehr lecker, gutes Käsefondue gegessen. Einfach gut. Der Käse auf Hokkaido, muss ich ganz ehrlich sagen, schmeckt mir persönlich sehr, sehr gut. Und damit hat der Tag dann auch ein Ende gefunden. Ich war gerade schon ein bisschen duschen. Im Hintergrund seht ihr noch ein bisschen von der Aussicht. Kann man nicht so wirklich sehen, ne? Ist halt alles schwarz, da ist das Meer. Morgen sind wir dann den letzten Tag hier, beziehungsweise einen halben Tag sind wir noch hier. Wollen noch mal ein bisschen Fisch essen gehen. Wollen euch da natürlich auch noch mitnehmen. Und dann geht es schon wieder zurück nach Osaka mit dem Flugzeug. Muss sagen, waren sehr schöne 2 Tage bisher hier. Vor allem die Busreise heute. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und morgen wollen wir dann nochmal so ein Fazit ziehen zu Hokkaido generell und der Reise hier, wie es war in Kushiro. Aber jetzt erstmal schön schlafen, denn morgen wollen wir uns wieder relativ früh auf den Weg machen, damit wir die Zeit bis zum Abflug eben noch nutzen können. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. War ein sehr langes Video, glaube ich. Ich habe es noch nicht geschnitten, aber ich denke, es wird sehr lange gewesen sein, das Video. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, hier ein bisschen, dass wir euch heute mitgenommen haben. Falls ihr uns unterstützen wollt, damit wir mehr solche Reisen machen können, euch mehr von Japan zeigen können, dann schaut gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es eine Menge an Online-Kursen, falls ihr Japanisch lernen wollt. Außer einem Link, über den ihr uns durch eine direkte Spende unterstützen könnt. Und noch ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel eine Amazon-Affiliate-Link. Ihr könnt auch mit auf dem Kanal werden. Schaut da gerne mal vorbei und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!